Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Der Herbst kommt mit großen Schritten auf uns zu. Das ist Eintopfzeit und so einen werden wir uns heute machen. Wir machen uns einen Kartoffel-Wirsingtopf mit einer richtig schönen Fleischeinlage. Wie das geht, was ihr braucht, das seht ihr jetzt. An Zutaten benötigen wir heute, da habe ich hier hinten ein bisschen Porree liegen. Wir brauchen Möhren, Petersilienwurzeln, Kartoffeln. Hier vorne sind drinne Lorbeerblätter, Nelken und Wacholderbeeren. Darunter habe ich dann auch gleich noch hier so einen Teebeutel, wo wir das nachher reinmachen, damit uns das nicht in unserem Eintopf drin rumschwimmt. Wir brauchen Wirsing, ein Gemüsefond, ein bisschen Sahne brauchen wir, Salz und Pfeffer. Hier oben habe ich einen Strang Kasseler Rippchen liegen. Wie die gehen? Das Video ploppt jetzt hier oben auf, könnt ihr euch gerne anschauen. Wenn ihr die nicht habt und auch nicht nachmachen wollt, könnt ihr alternativ auch Kassler nehmen. Dann haben wir hier noch ein paar Krakauer Würstchen und ein paar Mettenden. Die genauen Mengen und das ausführliche Rezept findet ihr nach wie vor unten in der Videobeschreibung. Heute gibt es auch wieder einiges zu schnippeln. Da werden wir uns zuerst den Lauch nehmen und werden den einfach in Ringe schneiden. Nach dem Porree nehmen wir uns hier unser restliches Gemüse. Da fangen wir dann mit den Kartoffeln an. Die brauchen wir uns einfach nur fein würfeln. Als nächstes haben wir die Möhren. Die werden wir uns so in der Mitte durchschneiden. Dann nochmal halbieren. Und wenn wir sie halbiert haben, schneiden wir uns einfach hier so Halbringe runter. Dann kommt noch die Petersilienwurzel, auch die halbieren wir uns erstmal. Und wenn wir dann so Hälften haben, machen wir uns da so ein paar Streifen raus. Und dann hacken wir die auch einfach nur ganz fein. Damit wären wir gemüsetechnisch jetzt fast durch, haben gleich noch den Wirsing, aber den machen wir zum Schluss. Jetzt werden wir uns nochmal das Fleisch nehmen. Dann nehme ich mir erstmal hier unser Rippchen und werde dann so jede zweite Rippe einmal durchschneiden, dass wir hier so kleinere Stücke haben. Obwohl diese Stücke dann hier zu riesig sind, habe ich mich dazu umentschieden, dann doch jeweils nur ein so ein Rippenstückchen immer zu machen. Aber das könnt ihr natürlich machen, wie ihr das möchtet. Dann kommen noch die Würstchen. Die schneiden wir uns einfach nur in Scheiben. So, jetzt final haben wir dann auch unseren Wirsing. Da werden wir uns hier jetzt immer hier so die Blätter abreißen und uns hier einzeln hinlegen. Nachdem wir uns dann die Blätter abgezupft haben, lege ich mir die immer so hier hin, drücke mir die so hier runter. Dann nehmen wir uns das Messer, schneiden hier so dran lang, weil ich mag das nicht. Also hier dieses dicke Stück Strunk, das ist so faserig, da kaue ich ungern drauf rum. Wenn euch das nichts ausmacht, könnt ihr das natürlich dran lassen. Und wenn ich dann das rausgeschnitten habe, nehme ich mir die, roll mir die immer einmal so hier zusammen. Und dann gehen wir einfach so vorne mit dem Messer dran lang. Dann haben wir richtig schöne Streifen. Wenn das dann so hier aussieht, reicht uns das vollkommen aus. Dann haben wir das auch geschafft. Alles ist geschnitten. Ich werde jetzt hier noch hier unseren Teebeutel nehmen. Werde da schon mal die Wacholderbeeren und die Nelken reinmachen und natürlich auch die Lorbeerblätter. Die Wacholderbeeren, die drücke ich an, bevor ich sie hier reinmache, weil dann brauchen wir das nachher nur einfach so dazugeben. Ja, und jetzt gehe ich runter, starte die Kohlen und dann sehen wir uns gleich am Dutch Oven wieder. Dann wären wir am Dutch Oven-Tisch angekommen. Den werden wir heute wieder nutzen. Das Unboxing dazu findet ihr in dem Video von den Krautnudeln.
Nutzen werde ich heute wieder meinen 9er Dutch Oven, das ist der DO9A von Barbecue Toro. Auch den Link, wie zum Tisch, findet ihr in der Videobeschreibung. Heute benötigen wir eine Unterhitze, da habe ich einen circa 3/4 vollen Anzündkamin unterm Topf. Den werden wir jetzt erstmal öffnen. Dann geben wir ein bisschen Öl rein. Und jetzt, wo das Öl so ein bisschen Temperatur hat, fangen wir an und braten erstmal unsere Würstchen an. Nachdem wir unsere Wurst dann jetzt so ein bisschen angebraten haben, werden wir unser Gemüse dazugeben. Das könnt ihr ruhig komplett reinmachen. Das braten wir jetzt noch mal ein bisschen mit an. Wo wir das jetzt schon so ein bisschen durchgeschwenkt haben, kommt jetzt noch der Wirsing dazu. Der wird noch richtig schön einfallen. Das Ganze haben wir jetzt gute 10 Minuten angeschwitzt. Jetzt geben wir unseren Fond dazu. Und wenn er jetzt merkt, so wie bei mir, ist es zu wenig Flüssigkeit drin, dann gießen wir das Ganze noch mal mit ein bisschen Wasser auf. Ja, so sollte das genügen. Rühren alles nochmal schön unter. Denn ihr müsst euch vorstellen, der Wirsing, der wird noch richtig schön einfallen. Aber so wie das jetzt hier ist, ist das vollkommen okay. Darauf werden wir jetzt noch unsere Rippchen legen. So, wenn wir diese drin haben, nehmen wir noch hier unseren Teebeutel mit den Gewürzen. Das drücken wir einfach nur hier so irgendwo zwischen rein, dass es so wie hier in die Flüssigkeit kommt. Dann ist das soweit okay. Jetzt werden wir dann den Deckel drauf machen. Und ab dem Punkt, wo das Ganze jetzt das Kochen beginnt, geben wir dem so circa 30 Minuten. Dann gucken wir noch mal rein, rühren das Ganze um, gucken, wie die Kartoffeln und Möhren sind. Und dann kommt noch die Sahne dazu. Aber die Zeit warten wir jetzt erstmal ab und dann sehen wir uns gleich wieder. 20 Minuten haben wir rum und wir hören, das brodelt wie das Gewitter da drin. Jetzt werden wir mal reinschauen. Ich hatte zwischenzeitlich schon mal umgerührt, dass unsere Rippchen schön mitköcheln können. Jetzt werden wir das Ganze aber noch einmal durchrühren. Man sieht auch, dass es richtig schön eingefallen. Das waren unsere Gewürze. So, jetzt werde ich mal die Kartoffeln probieren. Kartoffelchen und Möhrchen schön mit unserer Brühe oder unserem Fond. Oh, ein paar Minuten können wir noch, aber es fehlt Pfeffer. Den machen wir jetzt dran. Dann rühren wir das noch mal schön unter. Ja, so schickt uns das. So, dann haben wir noch die Sahne, die wir dazugeben werden. Auch die werden wir noch einmal schön unterrühren. Und dann geben wir dem Ganzen noch mal so gut 10 Minuten bis Viertelstunde, so dass unsere Kartoffeln schön weich sind und die Möhren, weil eben, wo ich probiert habe, brauchten sie noch ein paar Minuten.
Ich hoffe, man kann das hier sehen, unsere Rippchen. Die Knochen, die fallen fast raus. Ah, das duftet. Junge, Junge, Junge. So, dann machen wir den Deckel wieder drauf. Warten diese 15 Minuten ab und dann sehen wir uns am Tisch zum Probieren. Da ist unser Kartoffel-Wirsing-Topf auch schon fertig. So schaut er aus. Hier oben haben wir dann unsere Kasseler Rippchen. Da können wir jetzt schön das Fleisch einfach so runterstreichen und da reinmachen. Ein bisschen zerdrücken. Dann sehen wir noch hier unsere Wurst, die Möhren, den Wirsing. Aber es hilft nichts. Ich werde mir jetzt einen Löffel nehmen. Und wir werden probieren. Dann zum Wohl. Vorher noch ein bisschen pusten. Oh, das ist Balsam für die Seele. Also das hier ist einfach nur genial. Gerade jetzt bei diesen kalten Herbsttagen, die uns bevorstehen, ist das richtig wirklich Futter für die Seele. Geschmacklich ist das Ganze einfach mega, der Geschmack von dem Wirsing. Dann unsere Fleischkomponenten, die wir reingemacht haben, Kassler, dann die Würstchen und alles, das ist einfach nur mega mäßig. Die Kartoffeln und Möhren, die wir drin haben, die haben jetzt noch einen leichten Biss. Für uns vollkommen okay, wenn ihr das so nicht mögt, dann lasst die natürlich noch ein bisschen länger drin. Aber so wie das jetzt hier ist, ist das echt mega mäßig. Und ich kann euch wirklich nur sagen, macht das nach und lasst mich wie immer wissen, wie es euch geschmeckt hat. Boah, wir müssen essen, Schatz, komm her. Boah. Da wären wir dann auch schon wieder am Ende vom Video angekommen. Ihr habt gesehen, mit so ein paar frischen Zutaten kann man sich was richtig Feines zaubern. Das war richtig Balsam für die Seele. Alles in allem dauert das Ganze auch noch nicht mal anderthalb Stunden. Und das Schöne ist, wenn man den am nächsten Tag aufwärmt, schmeckt er noch mal besser. Aber das wisst ihr ja sicherlich selber, dass das bei Eintöpfen generell so ist. Und ich hoffe, das Video zu unserem Kartoffel-Wirsing-Topf hat euch gefallen. Ist dem so, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Dann natürlich über einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal, könnt ihr das jetzt gerne nachholen. Hier oben ploppt mein Logo auf. Da draufklicken, Glocke aktivieren und glücklich sein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.